In unserer Arbeit beschäftigen wir uns mit dem Schubmittelpunkt und der Verformung eines Kragarmes. Der Kragarm ist jeweils in Aluminium und Stahl hergestellt worden. Wir belasten diesen mit 5 Kilogramm. Einmal ist der Kragarm geschlitzt, das andere Mal ist das Profil geschlossen. Wir werden im geschlitzten Profil die Torsion nachweisen, indem wir das Gewicht im Schubmittelpunkt ansetzen und das andere Mal im Schwerpunkt. Wir belasten den Kragarm aus Stahl nun mit 5 Kilogramm und stellen die Ergebnisse gegenüber. Wir haben einen Wert von 10,2 mm im Voraus berechnet und der Versuch ergibt einen Wert von 10,4 mm. In der frontalen Ansicht des geschlossenen Profils kann man nun sehen, dass bei einer Belastung außerhalb des Schwerpunkts keinerlei sichtbare Verdrehung auftritt. Die Belastung des geschlitzten Profils im Schwerpunkt führt zu einer deutlichen Verdrehung von ca. 18 Grad, was sehr nahe an unserer Berechnung unter Einbezug der Wölbkraft und Saint-Venant-Torsion liegt. Setzt man die Belastung nun im Schubmittelpunkt an, ist keine sichtbare Verdrehung mehr erkennbar.